Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge hieß es, wir sollen unsere Gefährten versammeln und das werden wir jetzt einmal machen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, wo die denn überhaupt sind und wen wir jetzt hier alles sozusagen versammeln müssen. Ich war gerade mal überlegen, ob ich darüber springen sollte, aber ich glaube, dann wäre ich ein bisschen zu sehr kaputt. So, Moment, wir haben hier. Wir haben hier. Ah, da oben ist der eine. Dessen Namen mich nie behalten kann. Samarak, genau. Ruhige Augenblicke zum Meditieren waren spärlich gesät, seit Samarak nach Elsweyr zurückgekehrt ist. Dieser braucht Zeit allein. Insbesondere nachdem er Taran mit dem Drachen an den Schattentanzruinen geholfen hat. Doch ihr seht aus, als hättet ihr wichtige Neuigkeiten, Freundin. Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anequina versammeln. Samarak vermutete schon, dass es unser nächstes Ziel sein würde. Diesem ist aufgefallen, dass die Monde am Himmel sich verschoben haben und sich in einem ungewöhnlichen Muster bewegen. Das Werk des Verräters, ja? Wenigstens seid ihr und Königin Kamira aus den Ruinen zurückgekehrt. Der Verräter führte die Monde zur Mondfinsternis zusammen, aber wir haben ihn getötet und Kamira ist jetzt auf die Mondbande eingestimmt. Dann haben wir noch eine Chance. Samarak hat seine Ehre Königin Kamira geschworen. Diesen Eid wird er nicht brechen. Dieser hat wieder einen Lebenszweck und wird diese Sache zu Ende bringen, ganz gleich, was es kostet. Samarak wird euch am Mondtor treffen, Freundin. Wir sehen uns am Mondtor. Königin Kamira hat sich auf die Mondbande eingestimmt. Samarak hätte nie gedacht, ein solches Wunder noch zu seinen Lebzeiten sehen zu dürfen. Dieser betet, dass es ausreichen wird, wenn wir uns den Drachen entgegenstellen. Da wir von den Drachen sprechen, was ist geschehen, nachdem Kamira und ich den Tempel betreten hatten? Ungefähr das, was man erwarten würde. Taran setzte auffällige Zauber ein, um die Drachen zu verwirren, bis sie schließlich aufgaben und davonflogen. Dann begegneten wir einem euraxischen Trupp, der von einem Nekromanten angeführt wurde. Die hat Samarak alle erledigt. Es war das Mindeste, was dieser tun konnte. Ja, ungefähr das, was wir alle erwartet haben. Wir müssen in die Richtung. Wir haben hier ganz viele tolle Aufgaben, die wir jetzt alle aber nicht machen wollen. Sondern hier vorne ist noch einer. Ah, hier. Taran. Früher erfrischte mich Wein nach langen Phasen der Anstrengung und des Zauberwirkens. Doch jetzt? Ich kann das Zeug kaum noch schmecken. Was gut ist, denn der kaschitische Wein ist klebrig süß, als ob man kandierte, in Mondzucker gekochte Pflaumen trinken müsste. Ich vermute, ihr habt Neuigkeiten? Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anequina versammeln. Das Mondtor? Ein edler, aber sinnloser Vorschlag, fürchte ich. Die Kaschit sollten ihre Sachen packen und flüchten, solange sie es noch können. Sollen sich die Armeen der Allianz darum kümmern? Sollen sie merken, dass manche Kämpfe wichtiger sind als der um die Entscheidung, wessen Hintern am besten auf den Rubinthron passt? Schlagt ihr etwa vor, dass wir aufgeben, Abnotan? Nein, nein. Ich gehe nur andere Möglichkeiten durch. Zu viel von dem, dem wir uns stellen müssen, ergab sich durch meine Taten oder die meiner Familie. Drachen, euraxische Soldaten, Nekromanten. Die Verantwortung liegt bei mir und das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Ihr seid also weiterhin dabei? Hättet ihr ansonsten eine Chance? Ohne meine Arkanen und strategischen Einblicke ist jeder Versuch eurerseits zum Scheitern verdammt. Das soll nicht auf meinem Gewissen lasten. Jetzt erlaubt mir, dieses schrecklich süße Rauschmittel zu mir zu nehmen. Noch ein letzter Genuss vor dem Ende. Wir treffen uns am Mondtor. Übrigens glaube ich, dass ich nun den Zweck des Drachenhorns verstanden habe. Nach einiger Überlegung sind mir Sinn und Funktion des uralten Instruments klar geworden. Die Drachengarde war schlau. Das gestehe ich gerne ein.
Ihr wisst, wie man das Drachenhorn einsetzt? Theoretisches Wissen ist nicht das gleiche wie praktische Erfahrung. Aber ich glaube, ich verstehe die Grundlagen, wie man es einsetzt. Die Drachengarde hat ein Horn vorbereitet, das von einem gewaltigen Drachen stammt und mit arkanen Runen verziert wurde, sodass es eine erstaunliche Macht birgt. Das Drachenhorn ist wirklich das Horn eines Drachen? Oh ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe historische Verweise darauf gefunden, dass die Drachengarde solche Relikte bestimmten Orten schenkte. Zu ihrem Schutz, wisst ihr? Das, was ihr gefunden habt, befand sich ursprünglich in Krempen, bevor es ins Refugium verlegt wurde. Wie setzen wir es also ein? Wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um das große Relikt zu bewegen. Aber das kleine Horn, das ihr mitgebracht habt, man nennt es übrigens ein Kampfhorn, wurde entworfen, um in die Schlacht getragen zu werden. Sobald man es aufgeladen hat, schwächt sein Klang Drachen. Kamira hat das Horn im Schattentanztempel aufgeladen. Dann wäre ein Problem gelöst. Der nächste Schritt ist sein schieres Alter. Dieses Kampfhorn ist äußerst zerbrechlich. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir es erklingen lassen können, bevor es zu Staub zerfällt. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir es uns aufsparen, bis wir es wirklich brauchen. Ja, das Gleiche hat, ich glaube, es war Kamira bereits gesagt. Ist er jetzt hier oben oder unten? Nee, da unten ist er. Wollte gerade sagen. Catbull, was machst du hier im Wasser? Leute? Er wäscht sich den Rücken. Oder besser gesagt, die Klamotten am Rücken. Hallo! Seid ihr auch gekommen, um eine Reinigung vor der Schlacht vorzunehmen? Ich finde es umsichtig, mich vor dem Beginn des Gemetzels makellos zu machen. Meiner Erfahrung nach kleben Blut und Gekröse an einem gut gewaschenen Körper anschließend viel besser. Kamira will, dass wir uns am Mondtor von Anequina versammeln. Das Mondtor? Ich hatte gehofft, mich von den Erinnerungen an den Verräter reinzuwaschen. Aber so mancher Gestank lässt sich mit Seife und Wasser nicht entfernen. Es tut mir leid, dass ich die Monde dazu gebracht habe, sich zu bewegen, meine Freundin. Verzeiht, dass ich den Drachen half. Das war der Verräter, Catwill, nicht ihr. Doch bevor ich zu jenem galanten und hageren Seelenberaubten wurde, den ihr heute vor euch seht, war ich der Verräter. Ich habe ursprünglich all die Taten begangen, die uns zu diesem Punkt führten. Ich schäme mich schon sehr. Vermaledeit. Dann helft uns, das wieder in Ordnung zu bringen, Catwill. Helft uns, die Drachen daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Ja, natürlich. Das war die ganze Zeit über mein Plan. Die vergangenen Gräueltaten auszugleichen, indem ich dem netten Katzenvolk helfe, die bösen Drachen zu besiegen. Genau wie der Held, der ich war, bevor ich zum Verräter wurde. Also gehen wir's an. Ich mache mich zum Mondtor auf und treffe euch dort. Wir sehen uns am Mondtor. So schön diese Anlage auch sein mag, mir fehlen die brodelnden Plasmatümpel von Kalthafen. Heiß genug, um einem die Haut direkt vom Leib zu schmelzen. Was für eine belebende Empfindung. Wird das Wasser nicht eure Rüstung rosten lassen? Und worauf wollt ihr damit hinaus? Nichts, Catwill, nichts. Alles ist gut. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Moment, hier ist eine Treppe. So, dann müssen wir in die Richtung. Wobei wir uns, entweder müssen wir da hoch oder wir müssen uns jetzt hier treffen. Wo ist denn der perfekt? Ist der da drin oder dahinter? Moment, Moment. Ah, er ist dahinter, okay. Die ruhigen Momente zwischen den Schlachten. Ich würde gerne mehr Zeit mit Lesen verbringen. Geschichte, Militärstrategie, Kochbücher. Meine geheime Leidenschaft sind aber gute Kriminalgeschichten. Und Ermittlerin Vala ist über alle Maßen spannend.
Die haben wir doch schon mal irgendwo gehört, die Ermittlerin Valar. Ach so, genau. Wie heißt sie jetzt? Unsere kleine Waldelfe hier, Evely. Die hat sie doch so geliebt. Camira will, dass wir uns am Mondtor von Anequina versammeln. Ich warte auf meinen Abmarschbefehl. Ich habe die meisten Cygnus-Freischärler mit Gareshri vorgeschickt. Aber ein kleines Kontingent ist für den Fall hier geblieben, dass unsere erste Einschätzung falsch war. Ich vermute, die Ereignisse in den Ruinen haben unsere Theorie bestätigt. Ja, ich habe den Verräter getötet, aber woher konnte er die Monde in Bewegung setzen? Vorher konnte er die Monde in Bewegung setzen, um das Mondtor zu öffnen. Verstanden. Wir müssen das Mondtor verteidigen und die Drachen davon abhalten, es zu nutzen, sobald es offen ist, um sie daran zu hindern, Jodes Kern zu erreichen. Nun, wenigstens haben wir jetzt einen klaren Auftrag. Ich hoffe nur, dass die Khajiit ihre Abneigung gegenüber der Arbeit mit meinen Truppen überwinden. Gab es viele Widrigkeiten bei der Zusammenführung eurer Streitmacht mit der Khajiit? Königin Euraxias Tyrannei hat die Khajiit misstrauisch gemacht. Das will ich ihnen nicht vorwerfen. Ich will ihnen nur zeigen, dass nicht alle kaiserlichen Tyrannen sind. Dass sie zumindest einigen wenigen von uns trauen können. Das wird schon noch kommen, solange wir uns nicht gegeneinander wenden. Wir sehen uns am Mondtor. So, damit machen auch wir uns nun auf zum Mondtor. Und ich habe keine Ahnung, wo das genau ist. Ach, hier unten am Aussichtspunkt. Ja, das heißt, ich muss doch noch eine kleine Strecke dahin reiten. Entsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, wir sind da. Ich denke mal, wir müssen hier die Treppen hoch. Ja, genau. Schade, die Scherbe war anscheinend draußen. Moment, wir müssen aber... Nee, wir müssen da hoch. Es scheinen alle da zu sein. Meldet euch bei Präfekt Carlo, 5 Krale, während ich mit der Königin spreche. In Ordnung. Die Mondfinsternis ist da, aber wo sind die Drachen? Die Monde kommen zusammen und der Himmel verfinstert sich. Unheilverheißend, nicht wahr? Und sonderbar schön. Doch wo sind die Drachen und die restlichen Truppen von Euraxia? Ich hätte gedacht, sie hätten den Vormarsch auf das Mondtor schon begonnen. Sind wir hierfür bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Die khajiitische Miliz und die Cygnus-Freischärler haben Verteidigungsstellungen entlang des Pfads hoch zum Mondtor bezogen. Und alle Belagerungswaffen, die wir in die Hände bekommen konnten, werden versuchen, die Drachen abzuwehren. Glaubt ihr, wir können den Ansturm aufhalten? Auf keinen Fall. Wir hoffen nur, ihn so weit zu verlangsamen, dass Tarn und Camira die nötige Zeit haben, um zu verhindern, dass sich das Mondtor öffnet. Oder dass sie einen Weg finden, es wieder zu schließen, wenn alles andere fehlschlägt. Wenn die Drachen Jodes Kern nicht erreichen, gewinnen wir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Ihr hört etwas? Drachen! Schließt euch Königin Camira an! Ich übernehme hier unten. Okay, Camara okay. Kommt mit euch. Löscht diese Feuer und macht die Ballisten bereit. Bewegung, Soldaten! Er meint doch mich. Für waghalsigen Übermut und Verwegenheit. Was? Irgendwas mit waghalsigen Übermut und Verwegenheit habe ich noch mitbekommen. Euraxische Soldaten? Die Mauern wurden durchbrochen. Da oben, weitere euraxische Truppen. Ja, ich sehe sie. Müssen wir die töten? Da kommen sie. Macht euch bereit. Was, wie, wo? Ach da. Noch mehr Soldaten. Macht sie nieder. Na komm. Ihr müsstet Überraschung. Wer ist denn mit ihm da oben? Keine Ahnung. Ich kann es nicht erkennen, aber wie kommen... Achso. Der Weg voran ist frei. Wir müssen Königin Camira erreichen. Okay. Was ist mit euch? Was ist geschehen? Blöde Frage eigentlich, wenn Drachen angreifen. Gareshri! Nein! Bleibt bei diesem, alter Meister.
Gareshri atmet noch, aber seine Verletzungen sind schwer. Er braucht einen Heiler. Samarak weiß, was er jetzt tun muss. Was meint ihr, Samarak? Da Gareshri verwundet ist, muss jemand das Kommando bei dieser Stellung übernehmen. Jemand muss dafür sorgen, dass die euraxischen Soldaten und die Drachen auf genügend Widerstand treffen, um verlangsamt zu werden. Diese Aufgabe fällt Samarak zu. Seid ihr da sicher? Ja, Freundin. Das ist Samaraks Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit endlich wieder gut zu machen. Halt! Was ist das? Das Drachenhorn. Dieser weiß nicht, warum Gareshri es bei sich führte. Aber ihr müsst es nehmen und das Motor erreichen. Königin Kamira braucht euch. Ich bewache das Drachenhorn und schließe mich Kamira an. Viel Glück, Samarak. Geht jetzt. 5 Kralle. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, auch wenn ich mich dann den Drachen stellen muss. Komm mit, Basti. Mut bringt den Sieg. Ich höre Catwill, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Catwill? Ist doch bestimmt wieder irgendwo oben, oder? Na, kommt runter, ihr Feiglinge. Aber eins muss man den lassen. Diese Halunken übernehme ich, alte Forelle. Alte Forelle? Hallo? Ich binde vorab nur, bevor die Monde ganz ausgerichtet sind. Ich war jetzt auf alte Freundin eingestellt, aber alte Forelle? Hallo? Hat er mich jetzt ernsthaft so genannt? So, komm mit, Basti. Wir müssen das wahrscheinlich noch ein paar Wellen übermachen. Oder wir müssen nur den Gipfel erklingen. Hab ich doch schon. Bist du taub oder was? Seht ihr, wie die Monde sich auf das uralte Tor ausrichten? Mondbande öffnen einen Pfad zu Jodes Kern. Doch wie seid ihr an das Drachenhorn gekommen? Wo ist Gareshri? Und warum sind die Kampfgeräusche so nahe? Haben die euraxischen Truppen unsere Verteidigung überrannt? Gareshri wurde verwundet und die Drachen haben die Mauern durchbrochen. Ja. Was es den euraxischen Truppen gestattete, in Massen hereinzuströmen. Gareshri wurde verwundet und die euraxischen Truppen sind hinter unserer Verteidigungslinie? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun, wir haben immer noch das Drachenhorn. Zumindest so lange, bis ihm die Energie ausgeht. Oder das zerbrechliche Relikt einfach auseinanderfällt. Ich wünschte nur, die Monde würden sich für mich bewegen. Ich dachte, die Einstimmung hätte euch die Macht verliehen, die Monde zu bewegen. Die Macht, ja. Aber nicht das Wissen oder die Erfahrung. Ich werde weiter versuchen, die Monde zu bewegen und das Tor zu schließen. Aber ihr werdet die euraxischen Truppen daran hindern müssen, diese Stellung einzunehmen. Ich zähle auf euch, 5 Kralle. Ich werde das Mondtor bewachen, Kamira. Alle von einer Richtung. Basti, nimm doch nicht das läppische Fußvolk. Nimm den, der mehr Schaden macht. Oh, das wäre in dem Fall, glaube ich, der... Ah, ne, das war der Bogenschütze. Da ist ein Lieutenant. Den ich gar nicht angreifen kann. Okay. Hallo? Geht noch?
Hallo? Ich glaube, Takt. Das hatte ich noch nicht. Moment. Ja, ich weiß, ich bin nicht da. Gib mir ein bisschen mehr Leben. Jungs? Gegner? Vor allen Dingen, weil ich den ja die ganze Zeit angeschossen habe. Aber irgendwie tut sich da nichts. Das scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Ah, jetzt. Also, dass der mich one-hittet, daran habe ich nicht gedacht. Das Drachenhorn, unsere einzige Chance. Nein, Fünfkralle, noch nicht! Durch das Portal, ihr beiden, und nimmt das Drachenhorn mit. Kamika, ja. Wartet! Ich hab's dabei, glaube ich. Da oben sind die Drachen. Das ist übrigens ein sehr, sehr schönes Haus hier. Das gibt's nämlich auch als Haus, diese Gegend. Fünfkralle, wir stehen auf der heiligen Ebene von Jode. Die Drachen sind hier bereits durchgekommen. Sie wollen in Jodes Kern eindringen. Wo bin ich hier? Laut den Erinnerungen, die ich im Schattentanztempel absorbiert habe, kamen eine Kina und die Mondpriester hierher, um die Monde zu ehren und sie nach ihrer heiligen Vereinigung wieder auf ihren jeweiligen Weg zu schicken. Hier war es auch, wo sie Kunsari half, die Macht der Drachen zu verbergen. Ich verstehe nicht. Warum sollten die Drachen einwilligen, einen Teil ihrer Macht aufzugeben? Hier, auf der Ebene von Jode, werden die Erinnerungen mit jedem Augenblick klarer. Kunsari konnte Karl Grontits eigene Gier gegen ihn wenden. Der Drache wollte von Anfang an die Macht von Jodes Kern, aber Kunsari hat ihm sogar noch mehr geboten. Was hat Kunsari Karl Grontit angeboten? Er bot ihm einen Weg, um die natürliche Macht von Jodes Kern mit der mystischen Macht seiner treuen Drachen zu verbinden. Karl Grontits Gier war sein Untergang. Nun hat er endlich die Gelegenheit, all die gespeicherte Energie an sich zu reißen. Wir müssen ihn aufhalten. Dann lasst uns hinuntergehen. Was war das? Ach, das war eine... Ach so. Ich dachte gerade schon. Das hat sich so süß angehört. Das Ungetiefer belästigt uns noch immer. Verschlingt sie! Hallöchen! Die Mondpriester bewachen noch immer diesen heiligen Ort. Unterbrech den und trotzdem hat er den voll erwischt. Ach, das ist der Drache, der mich hier die ganze Zeit beschießt. Wir müssen aber da runter, ja. Ach ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie toll der Unterbrecher unterbricht. Ich spring mal doch jetzt gleich vor die Füße hier, oder? Meine Polaren soll euch holen. Ich komme hier nicht durch. Danke, dass ich hier so blöde festhänge. Vielen Dank dafür. Jetzt wissen wir zumindest, warum die am Ende rechts und links hängen.
damit man dem Angriff ausweichen kann. Nein, wir sind nicht da, wir haben keine Zeit. Jodis Kern ist ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Aufschwärmen! Genau, schwärmt aus. Moment, wir müssen hier rum. Wuhu! Mulamnir, Kalgrontit und Jodis Kern. Seid ihr hierfür bereit, Kamira? Kamira, nicht überlegen, einfach ja sagen. Kalgrontit absorbiert Jodis Kern. Solange die Monde ausgerichtet bleiben, fließt unvorstellbare Macht durch ihn. Bringt mich auf diese Plattform, Tarn. Ich kann die Monde mit den Altären trennen. Ihr müsst euch um Mulamnir kümmern, Fünfkralle. Ich leite alle verfügbaren Energien in das Drachenhorn, aber setzt es vorsichtig ein. Okay, ich hab nichts verstanden, aber Drachenhorn. Drachenhorn sollen wir benutzen. Ja, Hallöchen. Ich weiß, dass der Kampf gegen dich doch ein bisschen heftiger war als, ja, alles andere. Kleines Insekt. Ja, toll ausgewichen, Mädel. Toll ausgewichen. Null Fuß daran. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Ja, es ist genau wie im Raid. Na? Na? Aber er kommt, glaube ich, immer nur in die Mitte wieder, ne? Basti, du musst voll da sein. Du willst doch einen Drachen tanken. Na komm, setz dich wieder hin. Heute noch. Begebt euch unter meinen Schild oder der Schrei des Drachen wird euch töten. So. Basti? Bist du im Flügel versteckt? Hat mich zornig gemacht. Null Fuß da. Ich glaube, mit langen Angriffen bin ich ein bisschen besser dran, oder? Ach, nehm ein Ende, mein Bruder. Oder ich mache euch ein. Ich werde diese Würmer zermalmen, mein Bruder. Mach ihm doch direkt ein Ende.
Ach, da ist Tarn! Hi, Tarn! Ich habe gar nicht gesehen, wo der war. Worauf konzentriert der sich eigentlich? Komisch, eben waren da keine. Aber gut. Na? Kommt in meine schützende Aura! Ja! Sofort! Ich komm! Das Drachenhorn ist aufgeladen! Setz dich ein! Natürlich kann ich nicht weglaufen! Beziehungsweise rollen. Aber nicht besonders gut. Mann, die Ulti hat ja fast gar nichts gebracht. Na komm. Drachlein. Wo sind die denn jetzt hin? Hallo? Sind die einfach... Ah ne, da sind die. Jetzt hat der sie auch noch gedreht. Was geht denn jetzt ab? Er hat sich nicht gedreht. Die sind tatsächlich auf der anderen Seite. Komm, setz dich hin. Ulam, ihr macht dich bereit für den Angriff. Lasst euch von meiner Macht. So. Oder so. Der Tag wird unser sein. Benutzt das Drachenhorn! Ja, ja! Ich muss aber erstmal hier zur Seite. Bin ja nicht so doof wie der Basti, der einfach da stehen bleibt. Ihr habt Mulam hier getötet. Gut. Ich werde Akatosh ebenbürtig sein. Die Monde. Ich muss das Ritual vollenden. Jona und Jode, hört mich an. Die Macht. Sie gehört mir allein. Trennt euch und setzt euren ewigen Tanz fort. Jetzt, Fünfkralle, lasst das Horn erklingen! Ihr habt es geschafft, Chimera. Ihr habt die Mondfinsternis beendet. Aber das heißt... Das Mondtor hat sich geschlossen. Wir sind gefangen, ja. Aber Mulamir ist tot und Khalgrontit besiegt. Oh, hallo. Man findet alles immer erst am letzten Ort, an dem man sucht. Khalgrontit, ich frage mich. Ich freue mich sogar, euch zu sehen, Katwell. Kommt, Chimera. Euer Volk erwartet seine Königin. Hab Dank, meine Freunde, für alles. Komm mit, Kettwell. Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute, der Lärm, Königin, das Chaos. Königin Chimera, seid ihr verletzt? Ist es komisch, dass ich das es tröstlich finde? Gut. Etwas müde. Doch seht, die Monde sind nicht mehr auf einer Linie. Erzählt mir von den Drachen. Euraxias Truppen. Wie steht es um unsere Streitkräfte? Die Späher sagen, dass Euraxias Truppen und die Drachen flohen, als sich die Monde getrennt haben. Unsere Truppen sind nicht zurückgekehrt, aber die Mähne hat eine Botin geschickt.
Eine Gesandte der Mähne. Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Was macht Catwilde da hinten? Ist der jetzt ein Tarndubel oder was? Wir haben es geschafft, Fünfkralle. Wir haben die Monde wieder in Bewegung gesetzt und sowohl Mulanir als auch Kalgron Tid besiegt. Ich wollte euch für alles danken. Elsweyr ist euretwegen heute sicherer. Wie habt ihr letztlich herausgefunden, wie man die Monde bewegt, Kamira? Meine bloße Anwesenheit auf der Ebene von Jode hat jene Erinnerungen aufklären lassen, die ich im Schattentanztempel ererbt hatte. Ich sah das Ritual vor meinem geistigen Auge und handelte entsprechend. Ach, zu schade, dass das Drachenhorn es nicht überstanden hat. Wenigstens hielt es lang genug, um Kalgron Tid zu verbannen. Sind wir uns wirklich sicher, dass wir Kalgron Tid besiegt haben? Er schien zum Ende wirklich außerordentlich mächtig. Er wurde mit jeder Zufuhr von Macht, die er absorbierte, größer. Doch das Horn riss ihn aus Jodes Kern heraus, was es mir erlaubte, das Ritual und die Mondfinsternis zu beenden. Und im Anschluss? Nun, das ist eine Sorge für einen anderen Tag, ja. Warum hat die Mähne eine Gesandte geschickt? Ich kann ohne Segen der Mähne nicht zur Königin ernannt werden. Lass dies aber meine Sorge sein. Fürs Erste solltet ihr euch ausruhen. Wir müssen unsere Gefallenen ehren und mehr über das Schicksal unserer Truppen am Mondtor erfahren. Und danach feiern wir einen neuen Morgen für Elsweyr. Ja, und wir erhalten einen entschlossenen Bogen vom Set Gewandlung von Darlok Bre und einen Fertigkeitspunkt. Wir haben viel erreicht, meine Freundin. Wir haben mit Euraxia Tarn eine Tyrannin entmachtet, Sumuk Fom und den Verräter besiegt, sogar mindestens 2 Drachen getötet und die Monde am Firmament bewegt. Wenn ich doch nur dieses Gefühl des drohenden Untergangs abschütteln könnte. Über was für einen drohenden Untergang sprechen wir denn? Über nichts Greifbares. Nicht wirklich. Ich schätze, dieses Gefühl der Sorge wird mich noch begleiten, bis ich weiß, wie es Garesh Ri, Samarak und sogar Präfekt Carlo ergangen ist. Ich würde ja sogar zum Mondtor zurückkehren. Doch andere Dinge erfordern meine Aufmerksamkeit. In diesem Fall die Gesandte der Mähne. Meint ihr, unsere Gefährten haben den Angriff auf das Mondtor womöglich nicht überlebt? Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung. Ihr Monde, mir dröhnt der Kopf. Meine Bemühungen in Jodes Kern waren nicht ohne ihren Preis. Fünfkralle, könnte ich euch überzeugen, herauszufinden, wie es meinen Soldaten und unseren Freunden geht? Ich werde herausfinden, wie es unseren Gefährten und den Soldaten am Mondtor geht. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen, meine Freundin. Findet heraus, was Garesh Ri und den anderen widerfahren ist. Dann meldet euch wieder bei mir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, einen Augenblick Ruhe zu finden, ehe ich mich mit der Gesandten der Mähne treffe oder mir Sorgen um die anderen Drachen mache. Ist die Drachenbedrohung nicht vorbei? Bei weitem nicht. Doch ohne Kalgron Tid und Mulanir, um sie zu führen, sind sie einzelgängerische Wesen ohne großen Plan. Gewaltige, gefährliche Bestien, sicher, aber nicht jene überwältigende Streitmacht, die sie unter ihren Drachenanführern waren. Es ist kaum zu glauben, dass all dies mit einer uralten kadschitischen Legende seinen Anfang nahm. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Mythen und Geschichte für die Khajiit, Fünfkralle. Ob Euraxia erst die Sagen über Kunsari entdeckte und diese sie dann zum Kopf des Verräters führten, oder ob Sumuk Fom den Kopf wiederbelebte und so die Erzählungen hörte. Wer vermag das schon zu sagen?
Ja, dann klären wir jetzt mal das Schicksal von Kamiras Soldaten auf. Ich bin mal eben am Schauen. Da müssen wir erstmal hier rausgehen. Aber ich würde sagen, dass wir das nicht in dieser Folge machen, weil die schon viel, viel, viel zu lang geworden ist, sondern dass wir uns dem in der nächsten Folge widmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.